In das olle Haus mit den Sägeblättern. Da geht er rein. Kriegst du das noch bevor? Ja. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so toll plündern können. Du stehst Wache. Menge Lebensmittel. It's okay. Da kriegen wir also Lebensmittel her. Dann gehen wir mit Pavle da mal hin. Mit den Sägeblättern. Die Axt ist schon so weit abgenutzt, okay. Plündern. Gut. Mach mal auf. Nice. Okay, das ist auch wertvoll. Mach mal auf. Müssen wir hier nicht immer... Warum? Jetzt habe ich einen Plan. Schleich mal hier runter. Hier unten ist nämlich auch noch so ein Ding, was wir aufmachen können. Schlaf nur weiter. Lass dich von mir nicht stören. Ich hoffe, du da unten wächst auch nicht auf. Hallo. Nein, schlaf weiter. Ich bin auch gar nicht hier. Ich bin eine Illusion. Klar, und wer das denn jetzt wirklich? Ja, komm. Was ist das? Essen? Kräuter? Ja, du kommst hier jetzt gerade durch. Ich hoffe, die merken das nicht. Super Idee. Ich muss gleich Nase putzen. Mach zu. Ich hoffe, der merkt das jetzt nicht, dass wir das mitgenommen haben. Wie auch immer der das merken soll. Hä? Ach, da pennt einer. Haben wir jetzt alles. Ja gut, es ist... Bringt uns insofern was, dass wir jetzt halt Waffen haben. In der Zeit, weil der rennt, putze ich mir mal die Nase. So. Ist jetzt wieder Herbst, ist jetzt wieder Erkältungszeit. Bin zwar nicht erkältet, aber, ja, Nase läuft mir eigentlich das ganze Jahr. Was? Arme Leute, ich weiß, das Gras war hier vorne. Was? Wir können über die Moralität von Diebstahl diskutieren, wenn wir diese Hölle überstanden haben. Tag 13, meine Geschichte. Diese Stadt hat einst jeden mit offenen Armen empfangen. Ich liebte die alten Stadtcafés, wo ich neue Freunde aus aller Welt kennenlernen konnte. Werden die Menschen jemals wieder so umgänglich sein? Wenn wir es überstehen, muss ich alles dafür tun, um sich daran zu erinnern, wie es war. Wir können nämlich sehr viel erreichen, wenn wir zusammenhalten. Tag 12. Pavle hat es für uns getan. Wir sollten dankbar sein. Wichtig ist, dass wir Vorräte haben. Wie wir sie bekommen, ist irrelevant.
Geh du schlafen. Geh du auch mal schlafen. Jetzt die Frage. Brauchen, okay. Schutz gegen Kugel und Messer. Könnt direkt 5. Wir machen erstmal 2. Herstellen. Ich hoffe, unsere Köder ziehen gleich. Wir haben nämlich noch 5 Karotten. Den Ofen ausbauen können wir nicht. Können wir den Kochherd ausbauen? Ist nicht dein Ernst. Okay. Never mind. Sollen wir noch aufstehen? Wieso kann ich das nicht aufstellen? Sind 2 maximal? Was bringt mir das? Ein Tisch für einfache Auswahl, den wir gerade herrschen können. Okay. Ja, Kräuter, mit denen können wir handeln, ne? Stellen wir den mal. Hier, das wird unser Drogenlabor. Auch viel zu einfach gewesen, die Treppe zu nehmen. Oh nee. Nicht die Kinder. Das wird uns was kosten. Na, meine Kleinen. Ach, wir sind hungrig. Ja, wir auch. Vielen Dank nochmal. Dank Ihnen geht es Mama besser. Sie ist aber immer noch schwach und wir können haben nichts zu essen mehr übrig. Wir sind sehr hungrig. Können Sie uns etwas zu essen geben? Wir haben nur noch 2 Dosen Futter, Mann. Oh. Ja, komm. Siehst du, jetzt sind sie nämlich nicht mehr traurig. Darum habe ich es gemacht. Wenn dieser Krieg vorbei ist, werden wir eine Grillparty schmeißen, alle unsere Nachbarn einladen und essen, bis wir voll sind. Kein Kind sollte jemals hungrig sein, wir mussten unser Essen einfach mit ihnen teilen. Kinder sind unsere Zukunft, wir müssen alles tun, um sie zu retten und ihnen zu zeigen, wie es trotz des Krieges noch gute Menschen gibt. Der Anblick eines hungrigen Kindes ist herzzerreißend. Ich bin froh, dass wir ihnen etwas Essen gegeben haben. Gut. Heißt, sind alle wieder zufrieden. Geht sich keiner umbringen. Hm. Wie baue ich das? Bau mal. Vielleicht hat er dann ja seine geliebte Zigarette. Ja? 4 Stück. Ich mache jetzt einfach Alkohol für den Fall, dass der Händler wieder aufkreuzt. Weil wenn der Händler wieder aufkreuzt und wir haben wieder so viel Alkohol hier, dann ist das super für uns, weil dann können wir wieder gut handeln. Puh, wir haben 35 Wasser. Wo haben wir so viel verloren? Als wir gekocht haben, oder was? Ich achte nämlich gar nicht, was so viel Dingens braucht.
Ja, er raucht. Wir haben. Habt ihr das jetzt alles schon weggekehrt? Nein, sie haben noch. Gut, aber das macht sie wenigstens zufrieden. Alle wieder wach? Super. Ja, super. Viel machen können wir nicht. Materialien haben wir eigentlich alle auf den Kopf gehauen. Außer das Holz und das hier. Genug Heizbrennstoff haben wir auch. Jetzt ist die Frage, um den Ofen hier auszubauen, brauchen wir irgend so ein komisches Thermostat oder wie das Ding heißt. Wie baue ich das? Thermoregulator, meinetwegen. Wie baue ich das? Hier? Was das? Mixer. Hä? Und hier? V-Lampe. Oho. Oho. Ho. Dann müssen wir gucken, dass wir Bestandteile kriegen. Und das nicht allzu knapp. Dann werden wir nämlich die Werkstatt hier ausbauen. Ich vermute, dass wir dann auch dieses Thermostat Gedönse bauen können. Weil ich will den Ofen ausbauen, damit der nicht mehr so viel, damit der nicht so viel Brennmaterial frisst, bevor wir Winter machen und ja, bevor wir im Winter sind. Und den Herd auch gerne ausbauen, wenn nicht, damit wir aus gleich viel Essen mehr, also aus gleich viel Fleisch mehr Essen herstellen können. Oder weniger Fleisch mehr essen. Irgend sowas. Wir brauchen dann noch Zucker. Wir haben jetzt nämlich noch ein Zucker. Und das brauchen wir, um Alkohol herzustellen. Aber wir haben dann erstmal 6 Alkohol. Das sollte für den Handel reichen. Ich hoffe, der hat dann genug Bestandteile dabei. Wir beenden den Tag. Wir haben nur Scheißhäuser, ne? Roman wird plündern gehen, weil er ist kampferprobt. Pavlo steht Wache. Wir müssen in das Doppelhaus. Es führt kein Weg dran vorbei. Die alten Herrschaften werden immer noch da sein. Wir müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir nehmen die Axt mit, damit wir bewaffnet sind. Brechstange. Ich hoffe, wir gehen nicht drauf. Ist hier ein Loch, dass ich die sehe? Müssten darüber. Bis die hier unten sind, wie lange dauert das? Nein. Verdammte Axt.
Scheiße. Das heißt, wir müssen nach oben. Bin ich nicht so mega scharf drauf. Runter, runter. Sie hat uns nicht gesehen. Boah, ho, ho. Verdammt. Wir gehen wieder. Das ist mir zu riskant. Ich habe keinen Bock, hier drauf zu gehen. Kurz WhatsApp antworten. Wir wurden ausgeplündert, verdammt. Gut. Nichts geklaut. Verdammt, ich habe nicht gesehen, was wir jetzt alles mitgenommen haben. Müde. Sie sind alle sehr hungrig. Und die Kinder haben unser Essen. Tja. Hoffen wir, dass heute unser Glückstag ist. Wir brauchen Zucker, um Alkohol herzustellen. Mach ne. Oh. Oh, wir haben. Ohohoho, Düngemittel. Amigo. It's cooking time. Händler, bitte. Komm. 4 Essen. Lecker. Dann haben alle etwas zu schnabulieren. Katja und Bruno sind die Ersten. Ihr seht auch im Thermostat, also hier im Thermometer an, ob es kälter wird, ob der Winter vor der Tür steht, 18 Grad. Es wird nicht mehr ewig dauern, denke ich. Bis der Winter da ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir hier nicht erfrieren. Wir haben jetzt zum Glück einen Ofen schon gebaut. Als Vorsorge. Und hoffentlich kriegen wir bald neue Häuser zum Looten. Weil sonst müssen wir die alten Herrschaften ausrauben. Und das... Ja... Die Leute kriegen ja schon einen Anfall, wenn ich ein paar Sachen, ein paar Karotten mitnehme. Moment. Hallo? Ah, da bin ich wieder. Fraps hat gerade irgendwie rumgespackt. Also ich habe ein Telefon bekommen, deshalb kurze Unterbrechung, aber ja. So, dann geht ihr zweimal was essen. Und ich hoffe weiterhin, dass der Händler bald kommt. Ich habe nämlich Alkohol, den ich loswerden will. Ja, ich bin so hungrig, deshalb darfst du jetzt auch was essen. Winter werden dann halt auch ein paar Leute krank werden. Wahrscheinlich. Deshalb behalte ich mal das hier noch bereit. Kippen haben wir noch. Dieser verdammte Händler, ne? Wenn man ihn mal braucht, kreuzt er garantiert nicht auf.
Können wir noch Sägeblätter herstellen? Können wir nicht. Wir hätten sogar noch Waffenteile. Dann könnten wir nämlich nochmal in dieses Doppelhaus gehen. Wie eine Seite runtergefuckt ist. Hm. Die Bank nehme ich jetzt schon auf. Na, bisschen...